Also mit diesem Sträußchen hier, warten Sie mal, es rieselt sogar schon, glaube ich, kann ich bestimmt keinen Blumentopf gewinnen. Naja, um in der Liga der besten Floristen Deutschlands mitzuspielen. Da muss schon so etwas hierher. Bei der Deutschen Meisterschaft in Berlin an diesem Wochenende war für Sachsen-Anhalt Thorsten Wösthaus aus Zerbst am Start. Seit Monaten hat er sich auf diesen Wettbewerb vorbereitet. Und am Ende, da war es ein wirklich hartes Kopf-an-Kopf-Rennen, das dem Floristen all sein Können abgefordert hatte. Mit einem Blumenstrauß kann ich Sie heute nicht mehr glücklich machen. Das überlasse ich dann Ihrem Liebsten. Aber 200 Euro, die können Sie jetzt gewinnen. Wer sich in Sachsen-Anhalt gut auskennt, der hat natürlich beste Chancen. Unser Reporter Alex Huth, der ist heute in der Natur unterwegs. Und wir suchen bei unserem Wo-bin-ich-Rätsel heute den Namen eines ganz bestimmten Tales. Und einen zusätzlichen Hinweis finden Sie wie immer auf unserer Facebook-Seite. Dann wandern Sie mal so ganz langsam los zum Telefon 0137 10 01 123 und sagen Sie uns, in welchem Tal Alex Huth heute unterwegs war. Mit etwas Glück wandern dann 200 Euro von den Sparkassen Sachsen-Anhalt in Ihre Geldbörse. Und am Ende der Sendung gebe ich dann den Gewinnerpreis. Hier geht es jetzt erstmal weiter mit den Nachrichten des Tages und die kommen von Marcel Schieback. Sachsen-Anhalts Bauern haben alle Hände voll zu tun. Sie bringen im Moment die Ernte ein. Wie schon bei den Generationen zuvor entscheidet sich, ob Monate voller Mühen von Erfolg gekrönt werden. Kein Wunder also, dass sich rund um den Höhepunkt des Bauernjahres viele Bräuche entwickelt haben. Unsere Heimatkunde stellt Ihnen jetzt einige davon vor. Heute Abend kommen alle Geschichtsinteressierten voll auf ihre Kosten. Um 20.15 Uhr beschäftigt sich die Geschichte Mitteldeutschlands im MDR Fernsehen mit dem 30-jährigen Krieg. In der Zeit fiel auch König Gustav Adolf II., König von Schweden, mit seinem riesigen Heer in Mitteldeutschland ein. Eines seiner Hauptziele, die reiche Stadt Magdeburg. Das Kuriose dabei, die Magdeburger, die freuten sich auf ihn, sahen ihn also nicht als Feind, sondern als ihre letzte Rettung an. Magdeburgs Bundesliga-Handballer, die mussten heute ihr erstes Saisonspiel bei den Rhein-Neckar-Löwen bestreiten. Die Partie ist vor wenigen Minuten zu Ende gegangen und der SCM verlor denkbar knapp mit 23 zu 24. Und das, obwohl sie bis 5 Minuten vor Schluss immer vorn lagen. Naja, schade. In der Fußball-Regionalliga, da hatte Germania Halberstadt Bautzen zu Gast. Der FC Magdeburg, der musste auswärts in Plauen ran. Für die Blau-Weißen wurde es aber schon gestern Abend spannend. Denn da wurde die zweite Runde des DFB-Pokals ausgelost. Und jetzt blicken wir noch mit Sachsen-Anhalt-Weitsicht nach Berlin zur Schwimm-EM. Als Paul-Biedermann-Fan, da hat die einem ganz schön zugesetzt. Finden Sie nicht auch? Erst ist der Schwimmstar immerhin schon 28. Kurz vorher ist er krank geworden, wollte alles hinschmeißen. Dann kam er doch noch, verpatzte aber den Auftakt, griff dann einmal ganz knapp am Gold vorbei, um es dann doch noch zu holen. Heute Nachmittag, da waren unsere Nerven dann noch mal angespannt bei seiner letzten Goldchance mit der Lagenstaffel. Und eine Medaillenoption hatte heute auch noch die Magdeburgerin Franziska Hentke über 200 Meter Schmetterling. Die internationale Motorrad-Elite hat sich an diesem Wochenende zum PS-starken Kräftemessen in der Motorsport-Arena getroffen. Bei der German Speed Week, der deutschen Geschwindigkeitswoche, ging es um wichtige WM-Punkte. In mehreren Klassen und Disziplinen wurden spannende Rennen ausgetragen. Mit dabei waren auch sehr skurrile Geschosse. Wir küren jetzt noch einen Gewinner und diese schöne Aufgabe hat wie immer am Sonntag unsere Wetterredaktion übernommen. Susanne, welches Zuschauerbild ist denn der Sieger der Woche?